Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Trek Online zu einem neuen besonderen Ereignis, das just mit der Veröffentlichung dieses Videos gestartet hat und einen Monat andauern wird und das Jahr der Klingonen einläutet. Wie ihr seht, ist hier auch schon der Startbildschirm stilecht eingerichtet. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wenn euch generell mal so interessiert, etwas Informationen zu bekommen zu das Jahr der Klingonen, dann schaut euch doch gerne mal das entsprechende Infovideo dazu von mir an, was ich euch in der Infobox verlinken werde. Ja, nun schauen wir uns aber erstmal, loggen wir uns erstmal ein und nachdem wir uns dann eingeloggt haben mit dem Char, schauen wir mal, was uns erwartet und was wir dafür Belohnungen bekommen. Interessanterweise hat dieses neue Ereignis nichts mit dem Eventfortschritt zu tun, wo es darum geht, einen T6 Schiffsgutschein oder 1000 Lubi-Kristalle bekommen zu können. Das sehen wir gleich, wenn wir hier mal in den Ereignisreiter gucken. Wie wir sehen, haben wir hier nicht nur irgendwelche Kleinigkeiten, sondern das Ganze startet hier auch mit zwei neuen Episoden und das ganze Eventsystem funktioniert ein ganz kleines bisschen anders als bisher gewohnt, wenn es aber auch trotzdem hier im Reiter mit drin ist. Also hier, wie gesagt, ist die Ereigniskampagne, wo man sich dann eine Belohnung ausruhen kann, eben das die Lobbys oder diesen Gutschein. Zuletzt gab es hier das Kobayashi Maru Event und ja, das vierte, was uns hier noch fehlt, um unseren Fortschritt zu vervollständigen, das fehlt noch, das kommt noch. Da dürfen wir noch gespannt sein, was da auf uns zukommt. Was wir hier aber haben, ist das besondere Ereignis ein zerstrittenes Haus. So, was haben wir denn hier? Spielen Sie Inhalte Ihrer Wahl, um sich den Fortschritt für den großen Hauptpreis zu sichern. Sie können die entsprechenden Inhalte beliebig oft spielen, um jeden Tag einmal pro Account bis zu zweimal täglicher Fortschritt zu erhalten. Nachdem Sie den Hauptpreis eingefordert haben, können Sie weiter teilnehmen, um als Bonusbelohnung eine täglich ansteigende Menge Dilithiumerz zu erhalten. Soweit, so gut. Wir sehen auch hier unten, also wie gesagt, es gibt zwei neue Episoden, es gibt ein neues Einsatzkommando und es gibt neue Patrouillen. Also hier hinter diesem Reiter verbergen sich mehrere Patrouillen, nämlich ein Angriffsszenario, ein Trubelszenario und ein Gefechtsszenario. Da kommen wir aber nochmal dazu. Man hat hier die Wahl, in welcher Kombination man das spielt, beziehungsweise die beiden Episoden bringen jeweils zwei Fortschritt. Und jetzt habe ich einen Disconnect. So, ich hoffe, das geht nicht so weiter. Möglicherweise liegt das aber auch gar nicht am Spiel, sondern es gab hier in meinem Umfeld eine großflächige Internetstörung heute. Ich bin froh, dass jetzt am Abend das Netz wieder funktioniert. Und gut, wo war ich stehen geblieben? Es gibt Fortschrittspunkte. Ich kann halt schauen, ich kann zwei Fortschritt pro Tag generieren. Sieht man hier, tägliche Anforderung 2, muss innerhalb eines Monats 40 zusammenbekommen, damit ich dann den Hauptpreis einlösen kann. Was ein bisschen schade finde, ist, wenn ich das mit Patrouillen machen will, obwohl, was heißt eigentlich schade? Also ich kann entweder eine der Episoden spielen, ich kann das Einsatzkommando spielen oder ich fliege eben mindestens zwei von den drei Patrouillen, um hier meinen täglichen Fortschritt zusammenzubekommen. Und wie immer kann ich das Ganze dann, wenn mir am Ende des Events noch Fortschritt fehlen sollte, das Ganze gegen Zen nachkaufen. Das kostet ganz am Anfang saftige 6000 Zen. Wenn ich jetzt sage, ich will das sofort haben, da wird sicherlich einige geben, die das machen. Ich werde das nicht machen. Ich zeige euch lieber die Inhalte dieses Events. Ja, die Hauptbelohnung, beziehungsweise die einzige Belohnung, ist hier der sogenannte rote Engelanzug. Und gut, da rechts stehen mal so ein bisschen die Werte. Die Werte sind gar nicht so das Interessanteste. Ich schalte das Ganze mal hier so in die Voransicht. Da können wir mal schauen, wie das Ganze so aussieht. Episch, wobei ich befürchte, dass dann demnächst in den Bodenmissionen alle mit diesem Anzug rumlaufen werden und mit aktiviertem Effekt. Mal gucken, ob da vielleicht der ein oder andere Rechner
in die Knie gehen wird. Also dieser Anzug, der birgt einige ganz tolle Extras, wobei man freilich mal abwarten muss, wie das Ganze dann so im Echteinsatz ist. Neben Boni, die der Anzug sowieso bietet, und da finde ich ganz besonders nice, weil ich am Boden immer so ein bisschen zu tun habe mit den ganzen Funktionen, und zum Beispiel nutze ich dort nie Schilde, Hypo-Sprays und solche Geschichten. Und da sind wohl welche fest eingebaut in diesem Anzug mit einem mittleren Cooldown, die ich immer wieder benutzen kann. Das kommt mir sehr entgegen. Und wenn man stirbt, während der Effekt aktiviert ist, also den muss man wohl auswählen, aktivieren, und der läuft wohl auch nicht so lange. Wie lange genau, kann ich noch nicht sagen. Und man stirbt, dann kommt Discovery-like ein roter Engel aus der Zukunft und man wird von diesem gerettet. Ja, wenn man die Funktion aktiviert hat, dann wird wohl auch hier die ganze Bodenfunktionsleiste durch irgendwelche anderen Specials von diesem Anzug ersetzt. Also eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Ein Must-Have, und sei es am Ende vielleicht auch nur für die Optik. So, als erstes ja, würde ich mir gerne mal mit euch für den heutigen Fortschritt das Einsatzkommando am besten kalt serviert anschauen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Wir fliegen da ganz blind rein. Ich habe null Ahnung. Wir akzeptieren das Ganze. Bitte, lieber Mitspieler, seht es mir nach. Wenn die Mission jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig rumläuft, aber es dürfte ja für heute am ersten Tag auch für die meisten anderen das erste Mal sein. Sei denn, sie haben sich das vielleicht auf dem Triple Test Server schon zu Gemüte geführt. Das mache ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Asuka von Haus Mokai hat eine Flotte im Orbit über Rurapente und so weiter. Wir lassen ihn mal erzählen. And prevent the prisoners from escaping. Gut, also die Flotte zerstören, die Station wieder aktivieren und die Gefangenen an der Flucht hindern. Tja, welche Feinde gibt's denn? Gut, wir sagen mal eine vernünftige Strategie. Und wo hält sich Arca auf? Wir sind nicht ganz sicher. Na toll. Gut, ich sage mal, ich bin bereit. Dann schauen wir mal, was hier passiert in diesem neuen Einsatzkommando. Erstmal die gegnerische Flotte vernichten. So, Kontrollschutzzone reaktivieren. Na, wie geht das? Einfach hinfliegen? Okay, so einfach ist es dann doch nicht. Hilft mir denn noch jemand? Oh, was passiert hier? Energieabzug? Nein, er zieht nicht ran. Traktorstrahl, oder? Oder ist das von mir aus das Reaktivieren der Station? Das kann natürlich auch sein. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Entwicklung des Antivirus. 2 Minuten 20.
Ah, ich muss nah genug dran sein. So, was jetzt? Bleibt mal hier stehen zur Sicherung. Kümmert ihr euch mal um die anderen Stationen hier. So, Besprechung, Gefängnisausbruch. Und jetzt? The enemy is on the move. Prisoners commandeered transport vessels and are lifting off from Rua Pinte. We're also reading a force of enemy vessels approaching at high warp. Okay. Gefangenen haben Transportschiff unter Kontrolle und eine feindliche Flotte ist auch noch unterwegs. Take out any infiltrators you see. Beam over a security team to capture disabled transports. The transports will rendezvous with the Kittimer once they're under our control. Protect captured transports if you can. The Mokai might try to destroy them. Okay. Wir gucken mal. Mal da, wo der Fall hinzeigt, im Zweifel, oder? Here comes another one. These prisoners are bold. Stupid, but bold. Na, was mache ich jetzt hier? Jetzt bin ich im grünen Kreis. Infiltrators approaching Alpha Station. Protect it! Noch nicht ganz sicher, was wir hier machen. Oder meine Mitspieler waren schneller. Wir haben bisher hier von dem Gefängnisausbruch noch nichts aufgehalten. Keinen Transporter gesichert, aber es ist auch noch keiner entkommen. Oder kommen die erst noch? Infiltrators closing on Alpha and Gamma Stations. Wipe them out. Drei weitere Transporter, halten Sie sie auf. Aber wo? Ach, die! Mokai Infiltrators closing on all stations. Stop them! Sind's die? Kann ich aber nichts machen. Ich sollte irgendwelche Sicherheitsteams rüberbeamen. Ich habe keine aufgehalten, aber es sind auch keine entkommen. I repeat, five
transport just broke orbit. Vielleicht ein Bug in der Mission? Das wäre aber schade. Tja, wenn ihr wisst, ob es ein Bug oder ein Feature ist oder ob das so sein soll, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. An dem Moment, ein Transport wurde gesichert. Irgendjemand hat es geschafft. Tja. Da hinten ist noch so ein Transporter. Drei Stück. Tja, weiß der Pilz, wie ich das machen muss. Ach, wenn der darf die Distanz nicht erreichen. Ach, jetzt, wenn die einmal da außen sind, kann ich sie nicht mehr aufhalten. Also, ganz logisch ist das aber nicht. Das muss man aber auch mal dazu sagen. So, Transporter festsetzen. Gut. Ihr müsst mir doch nichts mehr in die Kommentare schreiben. Zumindest das nicht. Jetzt habe ich es verstanden. Ist da irgendwie ein Zeitlimit? Ach, hier ist was los. Wir wollen mal versuchen zu helfen. Na? Aber vielleicht nicht, wenn ich gegen diesen dusseligen Turm hier fliege. Gibt's doch nicht. Das ist mir, glaube ich, schon lange nicht mehr passiert, dass ich irgendwo hängen bleibe. So, was nun? Transporter gesichert, Transporter entkommen. Sieht so aus, als hätten wir sie aufgehalten. Das Gefängnis ist gesichert und die Rebellen wurden aufgehalten. Halten Sie sich bereit, die Sicherheitskräfte auf Rura Pente zu unterstützen? Okay. Mokai wollen uns etwas mitteilen. Stellen Sie durch. Da ist doch Captain Akar. Der Virus ist widerstandsfähiger als wir dachten. Warum? Ui, die Lithiumschlepper als zielsuchende Waffen. Oh, wenn die explodieren, um Himmels Willen. Außer... Oh wei. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Kaplar, roter Alarm, Steuermann. Gehen Sie auf Abfangkurs. Wenn wir doch nur wüssten, wo der Abfangkurs ist. Also bis jetzt ein sehr vielfältiges Einsatzkommando, wie ich finde.
Es macht mir bis hierhin auf jeden Fall einen guten Eindruck. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Und egal wie ihr die Mission findet, gut oder schlecht, lasst mir trotzdem doch gerne einen Daumen nach oben unter diesem Video. Da freue ich mich sehr. Boah, die machen ordentlich Bums. Okay, sie halten auch nicht viel aus. Na gut, das sind ja Transporter. Einmal mittendurch. Coole Effekte auch. Oh wei. Das wäre fast zu nah dran gewesen. Hundert Stück. Da habt ihr uns ja was aufgetragen. Zu nah dran. Hoho. Hundert Stück. Na gut, wenigstens gehen sie schnell kaputt. Alpha and Gamma stations have got lithium haulers in proximity. So, da kommt doch noch einer. Stimmt nicht der einzige. Obwohl, nur noch 14 Stück. Na, das war früh, zu früh abgedreht. So, vier Stück noch. Das schafft ihr auch ohne mich, oder? Noch drei. Ui, die hat es schon fast zersäbelt hier, die eine Station. Operation abgeschlossen. Ach du liebe Zeit. Die Qual der Wahl. Ja, tolle Mission, wie ich finde. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Verschiedene interessante Spielelemente. Also von mir würde die Mission einen Daumen hoch kriegen. Ich bin zwar eher so der Story-Mission-Fan, wer, wie vielleicht jeder weiß, der sich regelmäßig meine Videos anschaut. Wenn ihr es noch nicht getan habt, freilich ist in der Infobox auch die komplette Star Trek Online Playlist verlinkt mit interessanten Dingen aus dem Spiel, aber auch Fragen und Antworten oder Berichte zu besonderen Dingen. Schaut doch da gerne auch mal rein. So, ich nehme jetzt einfach irgendwas hier. Lucara. So, noch ein bisschen hochschieben, damit ich auch auf Belohnung annehmen komme. Ja, sehr schön. Ja, und ihr dürft natürlich erwarten, also für heute habe ich ja meinen Fortschritt erreicht. Schauen wir hier nochmal rein. 2 von 2. In 20 Stunden könnte ich hier weitermachen. Gesamtfortschritt 2 von 40. Und ich weiß jetzt noch nicht, in welchen Abständen, aber natürlich werde ich euch nach und nach alle Inhalte dieses Special Events zeigen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit mir gemeinsam am Start. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.